Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen heute Bangkok Club 27 auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad, nachdem wir beim letzten Mal so schön eskaliert sind im normalen Schwierigkeitsgrad. Heute wieder ein bisschen schwieriger. Nussknacker ist noch die letzte Herausforderung, bevor wir den lautlosen Killer mit Anzugpflicht spielen. Eliminieren Sie Jordan Cross und Ken Morgan mit einer Kokosnuss. Es ist nicht eine Kokosnuss, es sind mehrere und es können auch total unterschiedliche sein. Ihr müsst nicht moderne Abpralltechniken verwenden, um beide mit derselben Kokosnuss irgendwie hinzurichten. Wir starten an der Anlegestelle am Fluss. Nehmen uns den Absolution-Anzug mit Handschuhen als Kleidung mit. Goldmünzen nehmen wir mit, eine Ampulle mit Brechmittel, um Ken Morgan an die richtige Stelle zu manövrieren. Die Krugermeier 2-2. Und außerdem gibt es als Backup-Plan in den Restaurant-Toiletten im Erdgeschoss einen Einwegüberbrücker. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Den Vorspann müssen wir wieder wegdrücken. Eine super geile Designentscheidung da, das Spiel Welcome schon laufen zu lassen, während der Vorspann läuft. Weil ganz oft, also das heißt ganz oft, aber es gibt mehrere Level und Herausforderungen, wo man einfach keine Zeit hat am Anfang, ne, wo man ganz schnell irgendwo sein muss und sich deswegen den Vorspann gar nicht zu Ende angucken kann. Das ist halt so eine super geile Designentscheidung, die irgendjemand da getroffen hat. Ich weiß nicht wer. So hier, ne? Die kriegen einfach gar nichts mit. Super easy. Und dann positionieren wir uns hier auf der Treppe. Und hier kommt eine Kellnerin runter. Wir wollen ja auf diese Kokosnüsse dort schießen. Ne, hier so ein bisschen durch irgendwie. Wenn kein Morgen dahin geht. Und da müssen wir relativ schnell sein. Sorry. Damit Ken irgendwie vor seinem Leibwächter da ankommt. Ne? Ansonsten steht der Leibwächter richtig dicht an ihm dran und dann schlagt er den mit. Also der Kollateralschaden lässt sich verhindern. So, und die hier halten wir einfach auf, ne, dass sie weggeht, wenn Ken Morgan da zum Eimer geht, damit sie uns nicht in den Schuss reinläuft. Ansonsten kann es nämlich sein, dass sie hier einfach wieder hochkommt, wenn wir gerade schießen wollen, und dann fliegen wir natürlich sofort auf. Das wäre ungünstig. So, Ken Morgan hat davon gegessen. Ich fange sie nochmal an. Und wenn Ken Morgan da unten vorbeiläuft, dann lasse ich sie einfach gehen. So, einmal noch. Müssen wir sie nochmal anrempeln? Nee, das sollte genau. Morgan, Lawyer and Corporate Fixer. So, ansonsten dürfte von hier oben überhaupt niemand mehr kommen. Und dann ducken wir uns hier einfach, damit wir ein bisschen höher auf die Treppe kommen. Und ziehen hier so durch dieses Fenster. Da steht er. Ups, ich bin zu langsam, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich seinen Leibwächter mit erschlagen, oder? Target down. Now on to Jordan Cross. Ja, nicht Ziel getötet. Also ich war zu langsam, dadurch, dass der erste Schuss nicht gepasst hat. So, und hier hinten wollen wir uns jetzt eigentlich verkleiden als Kellner. Da läuft aber gerade direkt noch einer rein. Den werde ich einfach mit ausschalten, weil ich keinen Bock habe, jetzt so lange zu warten. Das heißt so lang, es ist ja nicht lang, aber ich hab's eilig. So, den schmeißen wir einfach hier in den Schrank. Da werden wir auch gleich den Kellner verstecken. So, hier einfach einmal Tür auf. Münze nehmen, Münze werfen. Münzen wegstecken, Münzen wegstecken. Das sollte er gehört haben. Hat er auch. Hingehen, Tür schließen, hinter ihn stellen, überwältigen. Und dann den Körper wegziehen. Ja, also so kommt man super einfach, wenn man im Anzug startet, um Ken Morgan zu vergiften, an eine Verkleidung ran. Der arme ältere Herr. Ist bestimmt ein ganz netter in Wirklichkeit. Achso, die Einwegüberbrücker, wenn wir schon hier sind, nehmen wir natürlich gleich mit. Okay. Hab ich T gedrückt? Ich habe nicht T gedrückt. So, okay. Also die wegtun, bevor ihr hier rausgeht, auf jeden Fall. Die sind auffällig. So, und dann weiß nicht. Achso, da links der Kellner durchschaut uns, hier rechts ist alles cool. Achso, ich will nicht durch die Lobby, ich will nicht durch die Lobby. Da sind Kameras. Wobei mir
Oh, jetzt ist mir gerade wirklich entfallen, wer mir das geschrieben hat. Ich guck mal gerade schnell nach, wer mir das geschrieben hat. Wir müssen hier eh warten. Achso, das geht hier in die Pause. Sorry, ich verlängere das ein ganz bisschen, weil ich jetzt wirklich gerne wissen würde. Mir ist leider wirklich gerade total entfallen, wer mir das geschrieben hat. Jedenfalls kommt man im falschen Kostüm ohne Explosion wohl doch in die Sicherheitszentrale oben. Vielleicht kann ich das irgendwann nochmal zeigen, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch nicht. Mr. Z, Mr. Z hat mir das, glaube ich, geschrieben. Warte, ich überprüfe das nochmal. Ja, genau. Mr. Z, Mr. Z mit dem süßen Fuchs als Profilbild. Er hat mir das geschrieben. Man kommt auch so in die Sicherheitszentrale rein. Vielleicht probieren wir das heute nochmal zum Spaß aus. Ich meine, ich spiele hier nicht auf Wertung. Ne? Ich versuche das jetzt natürlich erstmal alles heimlich zu machen. Aber dann im Endeffekt das nochmal auszuprobieren, wäre schon interessant, denke ich. Ich weiß nun wirklich nicht, wo da die Lücke sein soll. Ne? Aber angeblich gibt es eine Lücke, wo gerade keiner hinguckt, wo man nicht durchschaut wird. Das können wir nachher nochmal überprüfen. Wenn noch Zeit ist. Ich gucke dann nachher einfach, wie lange wir aufnehmen. So, ich schaue auch jetzt gerade mal auf die Uhr. 7 Minuten knapp, alles klar. So, und hier müssen wir leider ein bisschen warten, ne, wenn wir von den Kameras nicht erwischt werden wollen, denn Frau Mukjai steht da drüben, sich die Beine im Bauch an einer echt ungünstigen Stelle. Also ich meine, erhöhter Schwierigkeitsgrad kann ich vollkommen verstehen, aber sowas ist dann einfach nur Schikane, wenn sie da wirklich die ganze Zeit steht, weil das fordert mich ja nicht heraus, ich muss ja einfach nur rumstehen und warten. Das ist höchstens eine Herausforderung für meine Geduld, für eure Geduld. Aber der Koch müsste jetzt eigentlich jeden Augenblick kommen, wo Dexy weg ist. Ja, da oben sieht man ihn schon an der Treppe, oder? Ja, jetzt sieht man ihn. Ja, von daher auch eine Designentscheidung, die ich hier nicht nachvollziehen kann. Frau Mukjai da so lange hinzustellen im Profi-Schwierigkeitsgrad. Dann soll die da lieber ein bisschen auf und ab laufen, was weiß ich, nochmal die Treppe hoch, dann wieder runterkommen, nochmal hochgehen, nochmal runterlaufen, damit man halt eine Chance hat, vorbeizukommen. Aber nicht, dass man wirklich zu 100% dazu gezwungen ist, hier zu warten. Das, keine Ahnung, achte ich einfach als sinnlos. Das ist genauso wie unnötig lange Wege in irgendwelchen RPGs oder so. So. Könnten wir auch die Kamera da oben ausschalten, brauchen wir heute nicht. So, er geht da irgendwo hoch, dann können wir die Kamera da hinten auf jeden Fall ausschalten. So. Und... Hi. Und auf die beiden warten wir jetzt. Ich kann schon mal reingehen, hier einen Hammer mitnehmen. Na, wichtig. Hammer einstecken. Ah, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Also hier laufen echt Leute rum. Na geil. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Normalerweise ist er nicht hier. Na, spielen wir halt ein bisschen Scooby-Doo-Style. Verstecken hier. What am I doing anyway? I don't give a shit. Wie ist denn der da hochgeklettert und warum? Beruhigt er sich auch bald wieder? Jetzt zum Beispiel? Okay, also keine Ahnung, da ist halt die Patrouille gerade, ne, hier lang gekommen, als ich den Hammer genommen habe. Achtet darauf, wenn ihr das so spielen wollt.
So, seid ihr bald soweit? Jetzt zum Beispiel, ja. Und da kommt gleich der nächste. Oh, ich fasse es nicht. Das ist ja wieder ein tolles Timing hier. Ja, wieso hat er mich denn so angeguckt? War irgendwas? So, Tür ist zu. Und den Hammer raus. Ein lautloser Angriff, ein Wurf. So, da räumen wir die hier weg, bevor irgendjemand zurückkommt. Ja, zumindest den einen müssen wir wegräumen, den anderen können wir eigentlich liegen lassen. Aber da wir ordentlich sind, verkleiden wir den auch. Den Hammer brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir Frau Mukjai irgendwie suchen. Ach scheiße, wo? Wo ist denn die jetzt? Da müssen wir jetzt uns vielleicht doch von den Kameras erwischen lassen, weiß ich nicht. So, wo ist die gute Frau? Die dreht ja hier immer ihre Runde. Teilweise auch etwas ausgreifender, ausladender, wie sagt man, ausufernd. Aber ich sehe sie gerade auch echt nicht. Wo rennen die noch rum? Ah, you're nasty looking. Nasty looking? Ich gebe dir gleich nasty looking. Frau Mukjai. Hey, Bugman, how you doing? Steht hier in der Lobby gerade rum und chillt da? Ja. Ah, okay, jetzt geht's hier nach drüben ins Restaurant, alles klar. Wir müssen uns also tatsächlich nicht filmen lassen. Können sie einfach hier drüben anquatschen. Wenn sie denn wirklich hierher kommen würde. Hä, was hat sie denn da gerade gemacht? Keine Ahnung. I'd like to inspect the penthouse now. Very well, I'll make the call. But I'm warning you. No slip-ups, especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas the whole atrium. Understood, ma'am. Ja, nee, das wollen wir natürlich nicht. Das wäre echt weird. Hey, just not now, Mr. Bugswat. You're not coming through here. So, jetzt rennen wir wieder rüber auf die andere Seite. Ne? Jordan wurde erwischt und jetzt gibt's hier. Ach, guck mal, da ist eine Kamera. Und da hinten ist die zweite. Direkt da über meinem Kopf jetzt. Das ist Nummer 2 und da ist Nummer 1. Ja, die sind ein bisschen schwierig zu erwischen tatsächlich. So, wir rennen also hier rein. Da gibt es ein Weg Glas. Wir müssen natürlich aufpassen, dass hier die Patrouille nicht wiederkommt. So, und dann gibt es dort draußen diesen netten Herrn. Der steht direkt unter einer Kokospalme. Wo sind die Kokosnüsse? Da sind die Kokosnüsse. So, und das ist unsere Orientierung für den Schuss auf Jordan Cross. Ich positioniere mich mal so. Von hier aus kann ich da, glaube ich, ganz gut hinschießen. Na, also wenn Jordan da auf seiner Höhe ist, werden wir schießen müssen. Also ich versuche mal. Ja, genau, von hier aus habe ich einen schönen Schuss. Das ist also jetzt eine Timing-Sache, weil Jordan läuft einfach nur dran vorbei. Und man kann den Typen da halt vorher nicht gescheit weglocken und dann hier an diese Stelle kommen. Rechtzeitig, um ihn auszuschalten. Vielleicht könnte man tatsächlich eine Münze da hinten in die Sitzecke werfen. Meistens sind da aber Typen. So, jetzt spricht ja, glaube ich, nochmal mit Frau Mukjai, erkundigt sich, was los ist. Wir gucken, dass hier wirklich niemand kommt. Da sind auch Leibwächter und alles, die dann anspringen. Nicht so cool. Da ist ein Producer, mega gechillt.
Jetzt ist Jordan unterwegs. Und jetzt wollen wir auf die Nüsse schießen. Und haben Jordan erledigt, ne? Und den Hotelangestellten leider auch. So, und jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. 15 Minuten. Ja, dann versuchen wir es schnell mit dem Raum oben nochmal. Also so wird es auf jeden Fall gemacht. So, hier an der Kamera vorbei. Na, und hier sind so viele Leute. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Durch die mittlere Tür wahrscheinlich, ne? Aber durch die mittlere Tür gehe ich super ungern. Weil da direkt gegenüber jemand steht. So, hier schon an der Wand lang drücken. Ja, da drüben stehen auch welche. Naja, also eigentlich. Hier ist auch mega viel Verkehr. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leibwächter jetzt auf einmal herkommen. Ach so, die sind natürlich hier unten. Ja, okay. Ich kann es wahrscheinlich jetzt tatsächlich nicht machen hier, weil die ganzen Leibwächter von einer Etage tiefer hier sind. Von einer Etage höher. Weil wir die natürlich... Ja, jetzt wurde ich hier von der Kamera erwischt. Ja, weil wir natürlich die Etage da haben sperren lassen. Ja, ich vermute, da funktioniert das Ganze jetzt nicht mehr. Und wo ist denn hier eigentlich dieser andere Ausgang, der mir angezeigt wird? Ein Ausgang ist hier unten, das ist klar. Und dann gibt es noch den. Okay. Das ist der Bootsausgang. Nee, das ist der Kellerausgang. Okay. Meinetwegen. So, ja. Also jetzt wurde ich doch von der Kamera hier gefilmt. Weil ich da versucht habe, rum zu experimentieren. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht. Wenn ihr den Pestizidalarm da quasi ausgelöst habt, dann könnt ihr da nicht mehr in den Raum rein. Da hat mich noch eine Kamera gefilmt. Jo. Damit war es das also. Wir haben hier ein bisschen was ausprobiert, haben rumgespielt und sind jetzt bereit für den lautlosen Killer mit Anzugpflicht auf jeden Fall. Oh, okay. Also die, wie heißt die, IFC 19, vollautomatisch jetzt. Haben wir freigeschaltet gerade dadurch, dass wir Stufe 10 erreicht haben. Na, passt doch. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir die letzte Herausforderung, die hier noch offen ist, spielen. Nämlich den lautlosen Killer mit Anzugpflicht. Ach so, ja, und Anzugpflicht nehmen wir gleich mit, weil wir es können. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.